بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Eine Frage, die einige Menschen stellen, ist: Darf man im Ramadan seine Spucke runterschlucken? Man muss sich erstmal einer Sache bewusst sein. Der Körper des Menschen ist so aufgebaut, dass er die ganze Zeit Spucke runterschluckt. Und der Prophet a.s. wird nicht berichtet von den Sahaba, dass sie den ganzen Tag durch die Gegend geralatscht sind und ihre Spucke die ganze Zeit ausgespuckt haben. Das heißt, die Spucke, der Riq auf Arabisch, darf man runterschlucken. Es ist makruh im Hanbali Madhab, Spucke zu sammeln im Mund und dann runterzuschlucken. Das gilt als makruh. Was nicht erlaubt ist, ist, wenn die Spucke rausgegangen ist aus dem Mund, wieder reinzuführen und runterzuschlucken. Das ist das, was das Fasten bricht. Etwas anderes ist zum Beispiel, wenn man Schleim aus der Nase in den Hals hinein runterzieht. Ja? Man zieht zum Beispiel den Schleim runter in den Mund und schluckt das dann runter. Naja, hört sich unappetitlich an, ja, aber das sind Sachen, die wieder etwas anderes darstellen. Aber Spucke, das bricht das Fasten nicht. Und Spucke zu sammeln im Mund, wie ich schon gesagt habe, man sammelt im Mund, das ist etwas, das makruh ist während dem Fasten. Nach Hanbali Madhab. Assalamu alaikum wa rahmatullah.